Manipulationen von Devisengeschäften, von Zinssätzen. Als Lehre aus der Finanzkrise scheint er nur angekommen zu sein. Ist der Ruf erst ruiniert und so weiter. Heute immerhin wieder ein Versuch der EU-Politiker, die Banker umzuerziehen. In Zukunft müssen bei einer Bankenpleite erst die Aktionäre und die Gläubiger ran. Und dann erst kommt der Steuerzahler als Bankenretter. Ob das was bringt? Wir werfen heute in unserem Nano-Thema mal einen Blick auf die Frage, was da endlich passieren muss. Kein Geschäft darf es uns wert sein, den Ruf und die Glaubwürdigkeit der Bank aufs Spiel zu setzen. Josef Ackermann bei seiner Abschiedsrede im Mai 2012. Diesem Grundsatz sind wir aus heutiger Sicht nicht immer voll gerecht geworden. Zahlreiche Skandale und dubiose Geschäfte kennzeichnen die Zeit unter seiner Führung. Unter den neuen Chefs Jürgen Fitschen und Anshu Jain soll alles anders werden. Statt Gier nach Profiten will die Deutsche Bank wieder mehr dem Kunden dienen und weniger spekulieren. Nirgendwo ist der kulturelle Wandel so wichtig wie im Investmentbanking. So das Versprechen vor gut einem Jahr. Mehr staatliche Aufsicht wollen die Banker aber nicht. Jetzt ein weiterer Bankenskandal, in den auch die Deutsche Bank verwickelt ist. Mindestens 6 europäische Banken sollen Zinsen manipuliert haben, den sogenannten Libor-Zins. Und das ging zum Beispiel so. Der britische Bankenverband fragt die großen Banken täglich, zu welchem Zinssatz sie anderen Banken Geld leihen würden. Daraus ermittelt der Verband den Durchschnitt, genannt Libor. An ihm orientieren sich alle Zinsgeschäfte. Es betrifft also auch den Bürger, der einen ganz gewöhnlichen Kredit aufnimmt. Und so haben die Banken manipuliert. Statt den wahren Zinssatz zu nennen, haben sie dem Verband einfach einen höheren Satz mitgeteilt. Dadurch ging der Libor nach oben und die Banken konnten höhere Zinsen für Kredite nehmen. So haben sie Riesengeschäfte gemacht. Auf Kosten ihrer Kreditnehmer. Die EU hat reagiert und vor einer Woche eine historische Rekordstrafe verhängt. Die 6 Banken mussten insgesamt 1,7 Milliarden Euro zahlen. Wir wollen ein deutliches Signal senden, dass die EU-Kommission bereit ist, die Finanzkartelle zu bekämpfen. Mit unseren harten Strafen wollen wir sicherstellen, dass die Finanzmärkte der Allgemeinheit dienen und nicht nur den Interessen Einzelner. Den größten Batzen musste die Deutsche Bank aufbringen, 725 Millionen Euro. Wieso aber ist es überhaupt möglich, Zinssätze zu manipulieren? Es geht, weil eine Kontrollinstanz fehlt. Der Verband, der den Libor errechnet, besteht aus Bankenmitgliedern selbst. Die vertreten natürlich ihre eigenen Interessen. Experten fordern deshalb seit langem, den Libor von einer unabhängigen Institution wie der Europäischen Zentralbank festlegen zu lassen. Kontrolle wäre bitter nötig. Denn in diesen Tagen zeigt sich, es wurden nicht nur Zinssätze gefälscht. Mehrere internationale Großbanken sollen auch Wechselkurse zu ihren Gunsten nach oben oder unten manipuliert haben. Und sie sollen sich dabei auch abgesprochen haben. Da haben sich ein paar so im Chat unterhalten und gesagt, wir können da ein schönes Geschäftchen machen. Wir manipulieren die Währung auf einen bestimmten Zeitpunkt hin, auf einen bestimmten Kurs. Und mit diesem Wissen machen wir dann sogenannte Insidergeschäfte. Diesmal geht es um viel mehr Geld. Über 5 Billionen Dollar werden täglich auf dem Devisenmarkt gehandelt. Ob auch deutsche Banken beteiligt sind, wird gerade überprüft. Sicher aber ist, dass Bürger in Deutschland betroffen sind. Zum Beispiel Unternehmer, die bei Export-Import-Geschäften vom Dollar abhängig sind. Die Gier und Skrupellosigkeit einiger Banker scheint nicht abzunehmen. Laut einer Umfrage einer New Yorker Anwaltskanzlei glauben viele Banker, ohne krumme Tricks keinen Erfolg haben zu können. Der nächste Verdacht steht übrigens schon im Raum. Manipulation beim Goldpreis. Und in Bremen sind wir nun verbunden mit dem Wirtschaftswissenschaftler und Bankenkritiker, Herrn Professor Rudolf Hickel. Herr Hickel, Sie haben ja einen ziemlich radikalen Vorschlag gemacht, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen können, nämlich die Banken zu zerschlagen. Aber jetzt geben Sie es doch zu, das ist doch eine reine Provokation. Ich meine, ohne Banken würde unser Finanzsystem doch überhaupt nicht funktionieren. Ja, da haben Sie völlig recht. Im Gegenteil, ich bin nicht für die Zerschlagung der Banken, sondern ich bin dafür, dass die Banken wieder, wie das ja oft auch so zitiert wird, auch im Koalitionsvertrag, zu ihrer dienenden Funktion zurückkommen. Was heißt dienende Funktion? Geschäfte für Kunden oder nehmen wir das Beispiel für einen
ein Exporteur, der Dollar braucht, dass er sich absichern kann beim Devisenkurs, darauf zurückzuführen. Was aber die Banken gemacht haben und damit die Finanzkrise ausgelöst haben, war genau das Gegenteil. Sie haben auf eigene Rechnung dramatische Spekulationsgeschäfte betrieben. Und wenn das dann schief geht, dann muss am Ende der Steuerzahler dafür bluten. Das bedeutet also, der Anteil der Bank, wo ich mein Geld einzahle, wo ich mein Darlehen fürs Haus kriege und so weiter, das soll alles bestehen bleiben. Sie wollen lediglich diese Zockergeschäfte sozusagen abtrennen. Ganz genau. Zwei Dinge will ich, und das ist eigentlich jetzt in der Zwischenzeit wirklich Common Sense, übliche Meinung. Gewisserweise fühle ich mit meinem Buch mich auch erhört. Nämlich erstens müssen die Banken erheblich mehr Eigenkapital für ihre Risikogeschäfte zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ein Geschäft, beispielsweise ein Kreditgeschäft, platzt, dass dann auch Eigenkapital genügend vorhanden ist und nicht gleich eine Auffangaktion des Staates stattfinden muss. Und das Zweite wird in der EU etwa ganz intensiv unter dem Stichwort Likanen diskutiert. Es gibt in Deutschland sogar schon einen ähnlichen Ansatz, nämlich Folgendes zu sagen: Die Spekulationsgeschäfte, sogenannte spekulative Investmentbanking, wo reine Wetten produziert worden sind, die müssen scharf getrennt werden, teilweise eingeschränkt, aber auch scharf getrennt werden gegenüber dem normalen Kundengeschäft. Das ist in der Zwischenzeit die Diskussion. Und wir haben jetzt am Dienstag eine wichtige Entscheidung, dass wichtige Gremien in USA zugestimmt haben, die sogenannte Volcker-Regel durchzusetzen, also eine scharfe Trennung des Investmentbankings gegenüber dem Kundengeschäft. Aber gerade im Investmentbanking haben die Banken natürlich auch ihr Geld verdient und damit konnten sie natürlich auch dann Kredite zur Verfügung stellen und das alles am Laufen halten. Also wenn die weniger rentabel werden, dann wird doch alles andere auch schwieriger. Ja, aber das Entscheidende ist, dass mit dem, ich rede immer nicht vom Investmentbank. Beispielsweise, wenn eine Bank ein Unternehmen an die Börse führt, dann gehört es auch zum Investmentbanking und ist gewisserweise ein vernünftiges Geschäft. Ich rede von Spekulationsgeschäft. Ich rede zum Beispiel davon, dass die Deutsche Bank eine Zinswette verkauft hat an Kommunen in Deutschland, beispielsweise in Pforzheim, und die nachher die Verlierer waren. Das muss eingeschränkt werden. Verstehe. Und ich sage schon, too big to fail. Die Banken dürfen nicht mehr so groß sein, dass wenn sie zusammenbrechen, dass es zur Krise kommt. Und in der Tat, da jammern ja auch Banken in USA, vor allem der Wall Street, aber auch die Deutsche Bank, es werden bestimmte Spekulationsgeschäfte in diesem Ausmaß nicht mehr betrieben werden dürfen, um es ökonomisch auszudrücken. In dem Fall werden Bilanzen verkürzt, um höheres Risiko aus den Bankbilanzen rauszunehmen. Ja, aber das spricht doch dann auch dafür, dass man sie sozusagen nicht ganz zerschlagen muss, diesen Anteil, sondern ihnen das noch erlauben kann, aber eben wohl kontrolliert und reguliert. Und da ist ja auch eine Menge passiert. Also Spekulationen sind nicht mehr beliebig möglich und so weiter. Herr Schäuble hat schon getobt. Warum sollte das denn nicht reichen? Ja, aber wir sind ja jetzt genau an der Schnittstelle. Der Streit zwischen Fitschen, einem der Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, und Herrn Schäuble sagt doch klar, und ich bin da voll auf der Meinung des Bundesfinanzministers, wenn er sagt, es ist noch viel zu wenig Kontrolle durchgesetzt, die Banken versuchen, sich der Regulierung zu entziehen. Ich könnte Ihnen ganz viele Instrumente nennen, und deshalb muss noch schärfer reguliert werden. Es geht da nicht um eine, wenn Sie so wollen, eine terroristische Veranstaltung gegen Großbanken, sondern es geht darum, um Banken, die wir volkswirtschaftlich dringend brauchen, auch wieder dienend fähig zu machen. Wir haben in Deutschland Vorbilder. Wir haben in Deutschland nicht nur die Privatbanken mit ihrem spekulativen Investmentbanking. Wir haben die Sparkassen, wir haben die Volksbanken. Und irgendwann soll Obama gesagt haben, als er gefragt ist, welchen Bankentyp er eigentlich meint bei seiner Reform, soll er gesagt haben, ja, ich meine da irgendwo in Deutschland die Sparkassen und Volksbanken, die für die Kunden da sind in der Region und nicht diese Spekulationsgeschäfte, damit hohe Profits machen, aber insgesamt die Bank auf der einen Seite und den Staat auf der anderen Seite ins Risiko stürzen. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch, Herr Hickel.